Ja, servus liebe Schiffreunde, willkommen zu einem neuen Video von dem Smogmaster-Team. Wunderschöne Grüße aus Oberfranken. Ihr habt es im Thumbnail gesehen, heute wird es schwarz. Und deswegen komme ich auch gleich zur Shisha, die wir vorstellen werden in diesem Video. Und das ist die Noir, ich hoffe ich spreche es richtig aus, Noir Shisha. Das Ganze bedeutet auf Französisch oder auf Spanisch? Französisch. Auf Französisch heißt es schwarz. Passt zu dieser Shisha? Die Shisha ist komplett schwarz, ist die Mouse X Viro Shisha. Was die alles kann und was wir so geil an der finden oder nicht geil finden, kommt noch im Video. Und passend zu Schwarz Noir, das stellen die euch gleichzeitig in dem Video noch den True Passion Black vor. Jeder von euch, glaube ich, kennt True Passion und die haben sie jetzt erst seit kurzem, ich glaube seit 2-3 Wochen, gibt es den erst, den True Passion Black Edition rausgebracht mit 4 Flavoren. Das Ganze haben wir vom Shisha Galaxy, unser Online-Shop des Vertrauens, haben wir die Noir her und eben auch den True Passion Black. Aktuell kann ich schon mal sagen, gibt es die Noir leider nicht mehr zu kaufen. Die war ja, glaube ich, insgesamt auf 95 Stück limitiert. Die ist, glaube ich, fast überall ausverkauft. Aber Shisha Galaxy, der Aslan, wird an dieser schöne Grüße, stelle schöne Grüße an dich, wird auf jeden Fall wieder welche reinbekommen. Das wird wahrscheinlich so Ende März sein. Sobald das der Fall ist, werdet ihr auf jeden Fall in Instagram sehen. In der Story werden wir auch Shisha Galaxy verlinken. Deswegen an dieser Stelle auch Instagram abchecken. Das seid ihr immer auf dem Laufenden, weil das immer ein bisschen spontaner, ein bisschen flexibler als auf Instagram. So eine Story ist schnell gemacht. Auf YouTube ein Video hochladen, das dauert immer ein bisschen länger. Deswegen checkt auf jeden Fall Instagram ab. Und wir werden auch in einem Video, das in dem Zeitraum online kommt, nochmal sagen, Leute, pass auf, die Viro X Mouse ist aktuell wieder auf Shisha Galaxy verfügbar. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Tabak an und danach reden wir über die Pfeife, was die so kann, was sie kostet. Und deswegen, Tobi, übernimm mal den Tabak, was er kostet, wie er ausschaut, wie er riecht und was es eigentlich genau sein soll, welche Sorte wir euch heute vorstellen. Ja, True Passion hat es geschafft, hat sich an den Zeitgeist des Aufstiegs des schwarzen Tabaks, der aktuell stattfindet, angepasst. Zum Glück. Wir haben momentan 4 Sorten hier. Die 3, die wir jetzt mal in diesem Video ein bisschen außen vor lassen, wäre zum Beispiel der Intense Nana. Das ist so eine intensive Minze. Ne? Wie leicht süßliche sagt. Minze, ja. Dann haben wir Black Mento. Das ist wieder Mentos Kaugummi, also quasi so eine Kaugummi-Minze. Genau. Und dann haben wir den Intense Supreme. Das ist ein Lemon Mint, also Zitrone-Minze-Kombi. Und den, den wir euch heute ein bisschen näher zeigen wollen, das ist der Masala Trrrmt, also Traube-Minze. Steht auch noch Peter Pan drauf. Ja, als allererstes schaut euch mal die Dose an. Das Ganze ist sehr dunkel gestaltet. Grauer Deckel, grau-silberner Deckel. Schwarze Dose, hier ein bisschen bläulich mit drauf. Also es deutet auf eine dunkle Traube hin. Und preistechnisch sage ich gleich mal so mal bei 18,90 Euro für 200 Gramm. Das ist für einen Dark Blend ein sehr, sehr guter Preis. Ja, definitiv. Wir gehen jetzt davon aus, wir wissen es nicht hundertprozentig, dass es wirklich voll burly ist. Genau, man findet im Internet leider nichts, da steht nichts dabei. Es ist nur neue Line von True Passion. Ich habe den ganzen Spaß mal unter Wasser ausgewaschen. Also der Tabak ist wirklich braun geblieben. Also ist es auf jeden Fall ein sehr hoher Dark Blend Anteil drinnen. Ob es 100% burly ist, wissen wir leider nicht. Auf jeden Fall habe ich gesehen, bei den, sagen wir mal, 5 Gramm, wo ich ausgewaschen habe, war jetzt nichts dabei, was durchsichtig wurde, wie er Virginia wird, wenn man ihn auslässt. Deswegen gehen wir davon aus, es ist ein reiner Burly-Tabak. Genau, schnitttechnisch, seht ihr jetzt mal im Kopfbau ein bisschen mit, ist das Ganze ja, relativ fein und sehr, sehr klebrig vor allem. Was jetzt aber nicht dafür sorgt, dass der Tabak überkocht, zumindest nicht im Hugachon Trimony, in der Trimony Bowl. Allgemein kein Funnel mit Alufolie kocht es über, habe ich auch schon ausprobiert. Genau, aber wo Alufolie, ihr seht es gerade, wir stechen die Alufolie mit unseren eigenen Lochstecher-Darts, die wir jetzt haben. Und das Ganze mit 3 Kokosolkohlen. Ja. Genau, an dieser Stelle habt ihr gerade Darts gesehen, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Idee findet. Wir haben da jetzt mal eine limitierte Line erstmal rausgebracht, wollen jetzt erstmal so privat bei Freunden, Abonnenten, die bei uns vorbeischauen, versuchen die quasi zu verkaufen oder zu gucken, wie es ankommt. Sagt mal in die Kommentare, vielleicht seid ihr Dart-Freunde, man kann mit denen auch sehr gut Dart spielen. Juli kann zum Beispiel mit denen besser spielen, wie mit seinen eigenen Brust-Darts, mit seinen eigenen Tungsten-Darts, die, glaube ich, 80 Euro oder 60 Euro gekostet haben. Ja, also man kann mit denen wirklich spielen, aber sie sind hauptsächlich als Lochstecher gedacht, finden wir eine coole Idee. Es war dieses Jahr die EM oder WM? WM? Die WM, oder? Ja. Die WM und Dart, deswegen sind wir auf Dart gekommen. Wir spielen es ab und zu, deswegen sind wir auf die Idee gekommen, weil ich hatte den Lochstecher hier, den Dart hier liegen
Und ich so, ey Juli, gib mal ein Loch stecken. Nee, hab jetzt keinen Bock. Ich so, ach warte, dann nehme ich einen Dart. Hab gelocht. Ich so, Alter, das sind perfekte Löcher. Das könnte was sein. Und da haben wir uns einfach gedacht, wir bringen da eine eigene Smokebuster Dart Lochstecher Serie raus. Deswegen schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die findet. Und ob ihr Bock hättet, dass die quasi vielleicht online gehen zum Verkaufen auf diversen Shops. Wenn ihr Interesse habt und wir noch welche haben, schreibt uns einfach mal am besten auf Instagram oder so. Genau, wie gesagt, wir haben jetzt eine gewisse Stückzahl, die erstmal limitiert sein soll, um zu gucken, wie es ankommt. Aber wir könnten jederzeit in verschiedenen Colorways, in verschiedenen Farben, in verschiedenen Designs, könnten wir jederzeit nachproduzieren quasi. Genau, dann soll es weitergehen mit dem Peter Pan, mit dem Traube-Minze-Tabak. Und ich rieche jetzt mal schnell an der Dose. Es riecht definitiv nach einer dunklen Traube, also sehr das dunkel, ist ja. Ganz klar, liegt auch am Tabak, dass der dunkel ist. Ne? Grundtabaknote ist relativ dezent, muss ich sagen. Werde auch gleich beim Geschmack noch mit feststellen, dass der nicht so stark sein soll, wie er ist. Riecht auf jeden Fall sehr angenehm, ja, oder? Was auf jeden Fall, also er riecht wirklich nach einer dunklen Traube mit so einer leichten schwarzen Grundtabaknote. Also ja, mehr kann man doch nicht sagen, nach einer dunklen Traube, also nach nichts Chemischem, riecht wirklich sehr ansprechend. Genau, wenn ich dann gleich mal geschmackstechnisch vorgreifen darf, also wir haben den Tabak jetzt in verschiedenen Köpfen, in Funnels und Mehrlochköpfen probiert. Ja. Unserer Meinung nach läuft er am besten in der Trimony Bowl, ist ein relativ großer Funnel mit diesen Schlitzen innen drin, wie bei einem Vortex-Kopf. Geschmackstechnisch ist er sehr, also dunkle traubenlastig. Die Grundtabaknote kommt definitiv raus, ist sehr angenehm, ist nicht zu stark. Was auch den Tabak angeht, man kann den wirklich eine Stunde rauchen und also uns, wir merken überhaupt nichts, wir ja. sind auch Stärkeres gewohnt, aber ja. es ist, sag ich mal, ein bisschen stärker als Virginia auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Aber es ist noch unter der Darkside Baseline, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Oder gleich mit der Baseline. So, die Coreline ja, so ist wirklich definitiv intensiver. Und ich muss echt sagen, ich bin sehr, sehr positiv überrascht von True Passion Black. Anfangs, wie ich ihn ausgepackt habe, der ist in so eine Folie eingezippt, habe ich gedacht, oh fuck, die haben den gleichen Fehler gemacht wie Adalia. Haben den Burley nicht lang genug einziehen lassen, weil er recht feucht war, recht klebrig. Aber ich muss sagen, ich habe echt gedacht, der kocht sofort über dem Funnel, macht er aber nicht. Ich habe ihn wirklich mehrmals im Mehrlochkopf geraucht, wie eben Darkside oder russischer Tabak meiner Meinung nach am besten läuft. Da mag er geschmackstechnisch überhaupt nicht. Er ballert ein bisschen mehr von Nikotingehalt wie im Funnel. Ist ja logisch, durchs Andrücken nimmt man eben diese Mentholstärke und auch die Tabakstärke, die Nikotinstärke. Aber geschmackstechnisch kommt einfach im Mehrlochkopf nicht so viel rüber wie jetzt im Funnel. Natürlich könnt ihr den nicht nur in der Chimney bauen. Eigentlich jeder Funnel, der ein bisschen größer ist, wie gesagt, wir empfehlen ein bisschen größeres Tabakdepot aus unserer Erfahrung. Aber ansonsten, wie gesagt, bin ich wirklich sehr positiv überrascht. Es schmeckt nach einer sehr guten dunklen Traube, definitiv dunkel. Und ich muss sagen, echt, ich bin positiv überrascht und ich kann für den definitiv eine Probierempfehlung aussprechen. Also auch der Zitrone-Minze schmeckt mir relativ gut. Ist eine sehr herbe Limette, Juli. Er mag es ein bisschen spritziger, ein bisschen fruchtiger. Und auch die Minzsorten, was haben wir gesagt? Der war mal zu frisch. Ja, die Minzsorten waren in Tobi zum Beispiel zu frisch. Aber wie gesagt, wer halt eben auf Minze steht, auf pure Minze, ja, dem schmeckt es ansonsten halt zu mischen gedacht. Aber wie gesagt, ich bin von True Passion Black wirklich sehr positiv überrascht. Und es gibt natürlich auch alle vier Sorten bei Shisha Galaxy zu kaufen, wo sie sonst gibt, keine Ahnung, wir haben sie vom Arsenal von Shisha Galaxy bekommen, deswegen wissen wir sicher, die gibt es dort zu kaufen. Und wie gesagt, dann war es das zum Tabak, wie gesagt, wir können den auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja, und wir rauchen seit ungefähr 30 Minuten, Geschmack ist noch wie nach 5 Minuten, Rauchentwicklung ist auch sehr, sehr gut, Kohlen liegen instant, eigentlich ja nicht mittig, aber auch nicht ganz außen, also wirklich, der verträgt Hitze und hat True Passion echt was Geiles auf den Markt gebracht, bin ich sehr positiv überrascht. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir direkt zur Most Viral, ne? Also zur Noir Shisha. Ja, ich sehe an dieser Stelle mal einen ganz kleinen Porn eingeblendet, wirklich nur einen kurzen. Wir wollen das Video nicht zu lang halten. Ich glaube, ich habe eh schon wieder viel zu viel geredet, aber egal. Wie gesagt, ihr seht einen kleinen Porn eingeblendet und ich muss einfach sagen, vom Ausblassystem, ihr seht es wahrscheinlich die ganze Zeit schon beim Rauchen, also wenn man reinpustet, kommt der Rauch oben und unten raus, ist einfach quasi, ja, gab es bis jetzt glaube ich noch nicht. Also die russischen Shishas, zum Beispiel von Alpha eigentlich abgeschaut, die ganzen Pfeifen, wo jetzt rauskommen, wo der Rauch nach oben gehen. Oder von oben nach unten. Oder von oben nach unten, wie zum Beispiel bei der Ocean Kive. Oder von unten nach unten. Aber in beide Richtungen habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Und das finde ich richtig geil. Die Pfeife kostet 169 Euro, also 170 Euro bei Shisha Galaxy. Und das ist wirklich für die Pfeife ein unschlagbarer Preis, finde ich. Also optisch gefällt mir die sehr, sehr gut. Komplett schwarz, hier noch mit einem Carbon ein bisschen drinnen. Hier noch ein Carbonring. Das Ausblassystem ist einfach Bombe. Ja, der Kohleteller ist auch Edelstahl und so leicht schwarz, ich weiß nicht, lackiert, angelassen. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie sie es genau gemacht haben, aber wirklich, Pfeife ist komplett in schwarz. Es ist bei der Pfeife leider kein Schlauch und kein Mundstück dabei, also es ist wirklich nur die Pfeife an sich. Es ist genauso, wie sie da steht, ohne Mundstück und ohne Schlauch.
Und aktuell ist die leider überall ausverkauft, weil die Nachfrage so riesig war. Und ich glaube, es gab anfangs jetzt nur 95 Stück. Aber es wird definitiv im März wieder welche geben, habe ich ja glaube ich schon angesprochen. Und sobald die wieder bei Shisha Galaxy verfügbar ist, die Pfeife, werdet ihr es auf Instagram mitbekommen und auch in dem Video. Und wie gesagt, überzeugt euch einfach, ihr habt es im Pon gesehen. Also ich finde die Pfeife astrein, eine großartige Detailansicht, brauchen wir nicht machen. Es ist einfach eine Base, ein Tauchrohr, die Rauchsäule hier quasi, wo diese Sleeves oben drüber kommen. Und ein Kohleteller, sehr viel mehr ist es nicht. Deswegen präsentieren wir es euch einfach euch so. Ansonsten könnt ihr auch auf Instagram vorbeischauen, haben auch das ein oder andere Bild hochgeladen. Und ich muss sagen, für den Preis eine sehr, sehr geile Pfeife, die was Viro und Moos auf den Markt gebracht hat. Also ich kann sie wirklich empfehlen, sobald sie wieder verfügbar ist. Ja, dann noch ein kurzes Fazit von mir. Sascha hat schon sehr, sehr vieles angesprochen. Kohleteller finde ich sehr schön, von der Form her mal ein bisschen wieder was anderes. Die Base, muss ich sagen, Ausblassystem ist geil. Ich finde sie ein bisschen breit, so schaut so UFO-mäßig aus, aber passt zum Komplettdesign eigentlich dazu. Nachteil an der schwarzen Bowl ist der Wasserstand, ist ein bisschen Ratespiel, ne, müssen wir ein bisschen ausprobieren. Aber wer die, dieses, sagen wir mal, Dschungelcamp-Challenge-Ding gesehen hat, wo man blind Wasser in die Bowl füllen muss, selbst das ist möglich, also na, dementsprechend. Ich finde die Pfeife auch super, mehr brauche ich eigentlich dazu nicht sagen. Angenehmes Rauchverhalten und. Sehr angenehm, ja. Sehr russisch angelehnt. Steckpfeife, schon, falls ihr es noch nicht gesehen habt oder nicht wisst, ist eine Steckpfeife, also nichts mit Gewinde, also nicht hier anpacken, sonst rutscht die Pfeife raus. Immer hier unten tragen die Steckpfeife allgemein eigentlich jede Shisha, da ist das Risiko sehr gering, dass die Bowl kaputt geht. Und ja, ich weiß nicht, was gibt es noch zu sagen, eigentlich nichts. Tabak ist schwarz, ist auf jeden Fall weiter zu empfehlen. Alles schwarz heute. Alles schwarz heute, alles schwarze, was es heute ja, zu vorstellen gab, können wir definitiv weiterempfehlen. Wir sind schwarz. Wir sind auch schwarz, also wirklich heute ein komplett schwarzes Video. Und wie gesagt, zum True Passion Black, er ist auch wirklich was für Anfänger gedacht. Also ist wirklich sehr, sehr schwach, also keine Angst, dass es euch da weghaut, ist wirklich einsteigerfreundlich, Pfeife, wie gesagt, gibt es nichts zu mängeln, optisch geile Pfeife, wer das Geld übrig hat und wenn sie wieder verfügbar ist, der kann sie sich auf jeden Fall gönnen, von uns gibt es nichts Negatives und dann sind wir am Ende des Videos angelangt, hoffe, wir konnten euch die beiden Sachen sehr, sehr gut vorstellen und dann gibt es nichts weiter zu sagen, außer Shisha Snobby, Shisha Leidenschaft, in dem Sinne, macht's gut, haut rein und...